Das Thema Corona hat, was das Thema Digitalisierung betrifft, einiges verändert. Und viele Unternehmen haben für sich festgestellt, dass sie bestimmte Prozesse digitalisieren können, unter anderem das Thema Vorstellungsgespräch. Das heißt, dass viele Unternehmen Vorstellungsgespräche jetzt nicht mehr physisch präsent führen, sondern einfach via Videokonferenz. Und wir sind davon keine großen Freunde und in diesem Video thematisieren wir mal, warum wir Unternehmen empfehlen, Vorstellungsgespräche unbedingt persönlich zu führen. Und bei uns ist der Prozess wie folgt, dass wir Vorstellungsgespräche immer physisch führen. Und jetzt hatten wir in der jüngsten Vergangenheit die Situation, dass wir Bewerber gehabt haben, die kamen von sehr weit her. Die kamen aus Berlin, die kamen aus Schleswig-Holstein, die kamen aus Baden-Württemberg oder ein Bewerber war zum Zeitpunkt der Bewerbung sogar auf Bali. Und deswegen haben wir Folgendes gemacht, wir haben auf diesen Step, persönliches Kennenlerngespräch, verzichtet und haben das per Zoom geführt, per Videokonferenz. Und haben dann aufgrund dessen nach dem Gespräch diese Person eingeladen für ein Probearbeiten. Das ist bei uns der normale Prozess. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der bei uns anfängt, kommt zum Probearbeiten. Und normalerweise haben wir so eine Rate von roundabout 50%. Das heißt, 50% der Bewerber, die zum Probearbeiten kommen, werden letztendlich auch eingestellt. Wie du vielleicht aus einigen anderen Videos weißt, wir bekommen im Jahr zwischen 3.000 und 3.500 Bewerbungen und wir sind, was die Auswahl der Mitarbeiter betrifft, unglaublich picky. Und jetzt ist es so, dass wir von diesen 4 Bewerbern, die vorher nicht im persönlichen Kennenlerngespräch waren, sondern direkt erstmal online da waren und dann zum Probearbeiten kamen, von diesen 4 Kandidaten haben wir keinen einzigen eingestellt. Und das war sehr spannend. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt und reflektiert. Und dann ist uns das erstmal aufgefallen, dass das eben der Fall war. Gut, jetzt kann man sagen, Gesetz der großen Zahlen, jetzt ist vielleicht 4 noch nicht wirklich eine aussagekräftige Zahl. Dann ist mir allerdings aufgefallen, dass wenn bestimmte von diesen 4 Bewerbern, bestimmte Bewerber im Vorstellungsgespräch da gewesen wären, dann hätte ich im Vorstellungsgespräch schon sagen können, dass sie nicht passen. Und das Interessante, es lag in diesen 4 Fällen nicht am Fachlichen, sondern es lag in allen 4 Fällen immer am Menschlichen, dass wir gemerkt haben, falscher Persönlichkeitstyp, passt nicht richtig auf die Stelle, irgendwie, es passt nicht so, wie man sich das vorstellt. Das heißt, in einem persönlichen Vorstellungsgespräch vor Ort kann ich nochmal ganz andere Eindrücke sammeln, als das im Video-Vorstellungsgespräch der Fall ist. Weil ich sehe nochmal, wie gestikuliert der Bewerber, wie verhält er sich, wie trinkt er. Und meistens sind es Kleinigkeiten, Nuancen, dass man sehen kann, passt das zwischenmenschlich und traue ich der Person menschlich auch die entsprechende Tätigkeit, auf die sie sich beworben hat, zu. Und deswegen ist unsere Empfehlung ganz klar, auf jeden Fall mit jedem Bewerber erstmal ein persönliches Kennenlerngespräch zu vereinbaren, bevor der Bewerber ins Probearbeiten kommt. Denn den Aufwand, den wir haben, der ist deutlich höher, als wenn wir erstmal nur den Bewerber eine Stunde kennenlernen. Und jetzt sagt der ein oder andere Unternehmer vielleicht, boah, dann kommt der Bewerber extra aus Berlin nach Düsseldorf zum Beispiel, wo wir sitzen, fährt die ganzen Kilometer, dann hat der Bewerber doch einen riesen Aufwand. Ja, das stimmt. Der Bewerber hat den Aufwand. Ich als Unternehmer habe im ersten Schritt weniger Aufwand. Das Einzige, was ich dann vielleicht bezahlen muss, sind die Fahrtkosten und die Hotelübernachtung, wobei die in keinem Verhältnis zu einer möglichen Fehleinstellung stehen. Und das Schöne ist, der Bewerber hat den Aufwand und das ist aus einem besonderen Grund gut. Denn in dem Moment, wo wir Menschen für etwas Aufwand betreiben, rechtfertigen wir uns unterbewusst unser eigenes Verhalten. Das heißt, stell dir folgende Situation vor, da ist ein Bewerber, der kommt aus Berlin. Der fährt die 600 Kilometer zu uns nach Düsseldorf, der hat eine Vorübernachtung, der hat ein persönliches Kennenlerngespräch. Anschließend fährt er zu Hause, der ist im Idealfall begeistert von dem, was wir tun. Wir genauso. Dann kommt der anschließend eine Woche später nochmal zum Probearbeiten. Hat wieder den gleichen Aufwand. Und jetzt stell dir folgende Situation vor, der hat noch ein anderes Unternehmen, was er auch vielleicht interessant findet. Da hat er aber direkt einen ersten Step, ist dorthin gefahren mit relativ wenig Aufwand und bekommt danach direkt mitgeteilt, ob er eingestellt wird oder nicht. Was glaubst du, welches Unternehmen hat dir subjektiv gesehen für ihn, vorausgesetzt beide Unternehmen sind gleichwertig, einen höheren Wert? Ganz klar wir als Unternehmen, weil wir schon mal eine ganz andere Beziehung zu ihm haben. Das ist viel vertrauter. Er hat für uns viel mehr, er hat uns in verschiedenen Kontaktpunkten schon gesehen. Wir haben ihn besser kennengelernt. Und das ist das Schöne. Das heißt, der Bewerber wird dadurch sich viel eher für uns entscheiden, weil er schon mehr Aufwand betrieben hat.
Und in dem Sinne, um das Video abzuschließen, kann ich jedem nur empfehlen, auf jeden Fall ein persönliches Kennenlerngespräch zu führen und das nicht durch irgendein Video-Vorstellungsgespräch zu ersetzen, sondern das mit aufzunehmen, damit der Kandidat auch wirklich passt und du die Sicherheit hast, dass er sich auch dann für dich entscheidet, selbst wenn er vielleicht vom Wettbewerb noch andere Angebote vorliegen hat. In dem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben, aktiviere die Glocke und wenn du sagst, du möchtest mal, dass wir über deinen Einstellungsprozess rüberschauen, trag dich gerne ein für ein Erstgespräch und dann schauen wir, wie du die richtigen Kandidaten bekommst.